Kommen wir nun zum Formenwerkzeug. Wie es der Name schon sagt, hier haben wir halt die Möglichkeit, sich vordefinierte Formen einfach schnell als Ebene auf das Bild draufzulegen, wie jetzt hier zum Beispiel. Nehme ich jetzt einfach mal das Radioaktivzeichen. Einfach klicken, ziehen, fertig. Habe ich hier das Logo, kann das dann als in der neuen Ebene Farbe ändern, kann es 3D machen und so weiter. So, dann kommen wir jetzt mal zur Lupe. Ganz einfach kann man ins Bild reinzoomen und rauszoomen. Einfach drücken, Linksklick und dann mit der Maus nach links oder nach rechts schieben. Dann kann man rein rauszoomen und rechts im Fenster sieht man dann, auf wie viel Prozent man ist. Oben hat man die Möglichkeit eben, sag ich mal, ja, ganzes Bild anzuzeigen lassen, einzupassen. Ne? Genau. Dann haben wir jetzt hier die Pinsel, wie es der Name schon sagt. Pinsel, ganz einfach, mit dem kann man hier malen. Dann können wir auf dem Bild rummalen, verschiedene Farben nehmen, verschiedene Pinsel, wie jetzt zum Beispiel hier, die kann man die Größe anpassen. Oder die Härte, das heißt jetzt beispielsweise jetzt hier 100% Härte, ist ein ganz fester Punkt. 0% Härte, ist so ein weicher Punkt. Genau. Dann haben wir natürlich auch eine Option, andere Pinsel auszuwählen. Andere als die runden. Zum Beispiel jetzt hier vordefiniert so ein Blatt. Ne? Bisschen kreativ hier. Da gibt es ewig viel verschiedene Pinselspitzen und Variationen. Man kann die auch selbst anpassen. Aber das machen wir dann in einem separaten Tutorial nochmal. Es ist bloß ein blödes Rumgeschmiere auf dem Bild. Es soll jetzt nur verdeutlichen, was man eben da machen kann. Dann kommen wir hier zur Pipette. Pipette, ganz cooles Werkzeug. Da können wir Farben aufnehmen, wie zum Beispiel jetzt hier das Grün. Dann sehen wir jetzt links gleich. Dann hat er den genauen Grünton hier angenommen. Nehme jetzt das Blau. Dann habe ich sofort die blaue Farbe dann ausgewählt, wie im Bild verwendet worden ist. Oder den Sand oder den Stamm hier, den Holzstamm. Das ist relativ einfach. Einfach draufdrücken und die Farbe wird aufgenommen und wir haben halt die Farbe zum Malen oder auszubessern. Ja, brauche ich relativ oft, braucht man auch relativ oft. So, auch wieder eine Option hier, wie schon einmal gezeigt, das Schiff verschwinden zu lassen. Kopierstempel. Man kopiert in der gleichen Höhe und fährt dann einfach über das Objekt, das man entfernen will, drüber. Man sieht es jetzt hier noch ein bisschen, aber ich habe es dann nochmal abgeändert. Wenn man da ein bisschen mit Feintuning rangeht, haben wir da schon wirklich gute Ergebnisse erzielen mit dem Werkzeug, mit dem Ausbesserungswerkzeug. Mit dem Reparaturpinsel, Entschuldigung. Die meinte ich. Na, Mist, was? Hast du nochmal kopiert? Jetzt aber. Ja, genau. Und wenn man jetzt rauszoomt, dann sieht man da gar nichts mehr. Also kann man keiner erzählen, dass er das noch sehen wird. So, Slices, ganz großer Punkt für Webdesigner und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier eine Webseite draus machen wollen, haben wir hier die Möglichkeit, das Bild so zum Beispiel zuzuschneiden, anzupassen, einfach in der Größe, wie wir es wollen. Zum Beispiel hier, wir wollen nur diesen Bildausschnitt, drücken wir Enter, hätten wir das Bild sofort so zugeschnitten, wie wir es wollen. Und jetzt mal andere Größe. Beispiel so.
Enter drücken und schon haben wir das Bild dazu geschnitten, wie wir es haben wollen. Ist relativ einfach. Verwende ich persönlich aber selten. Dann haben wir hier noch so 3D-Optionen, da können wir das Bild irgendwie so in 3D darstellen lassen. Habe ich auch noch nicht so oft verwendet. Kommt drauf an, was man machen will. Also, ja, nicht unbedingt in meinen Augen im täglichen Workflow drin. Und jetzt hier nochmal die Slices. Wir wollen jetzt eine Website erstellen beispielsweise und wollen das als Hintergrund haben. Dann ziehen wir jetzt hier einfach, nehmen wir an, die Palme wäre Menüpunkt. Ziehen wir hier so einen Slice rum. Das ist ein Slice, dann hat der Slice jeweils eine Nummer. Und Slice ist nichts anderes wie im Endeffekt ein eigenständiges Bild. Jetzt hat der hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slices, glaube ich, gemacht. Und es sind halt, wenn man es speichert, wird es im HTML-Format als gespeichert als 6 einzelne Bilder. Ja. Dann haben wir hier noch Weich- und Scharfzeichner. Sieht man hier, Weichzeichner wird so ein bisschen verschwommen, Scharfzeichner wird halt dann schärfer. Das braucht man schon eher, so ein, das Werkzeug. Jetzt sieht man es deutlich, wird schon schärfer. Genau. Wischfinger, naja, gut, kann man ein bisschen rumwischen, Farben verwischen. Ab und zu ganz hilfreich, um Übergänge zu verschleiern. Nachbelichtungswerkzeuge kann man aufhellen oder abdunkeln. So viel zum Thema dann Dodge and Burn Methode. Kommen wir auch in dem Tutorial einmal dazu. Sieht man jetzt hier die Varianten, die entstehen bei den drei Werkzeugen. Dann hier nochmal das Zeichenstiftwerkzeug. Das ist für Laien immer ein bisschen kompliziert. War es für mich am Anfang auch. Was kann man damit machen? Ja, ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, freistellen. Kann man ganz genau auch Objekte freistellen. Ist ein bisschen kompliziert, aber okay. Textwerkzeug erklärt sich von selbst. Ihr wollt Text im Bild draufdrücken, Text schreiben, fertig. Kann man noch Farbe anpassen und so weiter und so fort. Durchmarkieren und dann hier oben draufklicken. Könnte man jetzt hier so die Farbe nehmen oder eben wieder, wenn man jetzt mit der Pipette dann rumfährt. Können wir jetzt hier ja, den Grünton annehmen. Das ist ganz einfach. Größe noch anpassen. Also kann man sich dann spielen. Das sind so, ja, wirklich die Basics, einfach, die man meines Erachtens können muss. Genau. Ja, und jetzt hier noch. Interessantes Tool, Kopierstempel. Da können wir jetzt hier die Palme, Palmwedel kopieren durch Aufnehmen des bestimmten Bildbereiches. Und dann sieht man hier, links ist der kleine Pfeil, das kleine Kreuz ist der Ausgang und rechts male ich dann. Gut, man sieht jetzt hier halt, dass das wirklich extremst kopiert wurde. Da muss man halt dann noch ein bisschen rum, ja. Doktern, dass man das nicht mehr sehen würde. Aber vom Prinzip her denke ich, ist das klar. Kopierstempel kopieren. Die Kunstpinsel hier, die sind eher uninteressant für einen Otto-Normalverbraucher, außer sie wollen oder man will Aquarelle malen und so weiter. Radiergummi, klar, oder? Also ja, löschen von bestimmten Bildbereichen. Dann haben wir noch hier den magischen Radiergummi, den brauche ich schon öfter oder braucht man öfter. Da kann man zum Beispiel die Hintergrundfarbe aufnehmen. Ich sage jetzt, ich markiere jetzt blau und will nur blau löschen. Ja, jetzt hier blau aufnehmen und dann löschen. Dann löscht immer alles Blaue, was ich gerade eben aufgenommen habe mit der Farbe. In dem Blau. Ist recht praktisch bei eintönigen Hintergründen, wenn man Porträtfotografien macht und so weiter und so fort. Da kann man natürlich auch dann die Toleranz eingeben. 100% Toleranz, dann nimmt er alles mit. Wenn Sie 1% Toleranz oder wenn wir 1% Toleranz eingeben, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und dann noch zu guter Letzt Füllwerkzeug, klar. Farbe auswählen, draufdrücken, füllen. Kann man komplett den Hintergrund füllen, in jetzt zum Beispiel rot. Ist jetzt nur ja, provisorisch, dass man sieht, was das Werkzeug geben kann. Verlaufswerkzeug, da kann man schöne Verläufe ziehen.
Gibt es Vorlagen in Photoshop? Was man mit denen dann machen kann, sehen wir auch in weiteren Tutorials. Aber jetzt hier zum Beispiel zieht man rüber, hat man einen Verlauf. Genau. Danke.